Hallihallo Leute, herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play zu God of War 1 aus der HD Collection der PlayStation 3. Und weiter geht's im Tempel der Pandora. Wir haben soeben diesen Schalter da hinten umgelegt und diesen Lichtstrahl aktiviert und diesen Aufzugkammer runtergefahren. Und jetzt gucken wir, was es damit auf sich hat. Ah, hier ist schon mal nix. Na, hier. Na gut. Ach komm, bisschen Rückenarbeit, Kratos. Kratos, Kratos. Machen wir mal so. Das sieht nicht so schmerzhaft aus. Gravierungen der Musen, Töchter des Gottes Zeus, sie sind aus purem Gold. Zwei der Gravierungen fehlen. Ja, man muss zwei solcher Musenschlüsse finden, dann kann man da einen Geheimraum öffnen. Und was dahinter? Dahinter ist was sehr, sehr Schönes sogar. Es gibt mehr Positionen, wo man diese Schlüssel auch finden kann. Also verpassen tut man sie eigentlich nicht, wenn man gut aufpasst. Hat gerade ganz leicht geruckelt, was man das in der Aufnahme gesehen hat. Ah, da ist Athene. Athene, Quatsch. Da kriegt man gleich eine neue Waffe. Na, gucken wir erstmal, was es dort so gibt. Ah, da sind wir wieder am Anfang. Also, das sieht aus wie so ein gemaltes Bild. War da nicht noch eine Kiste? Na, raus kommen wir ja nicht mehr. Ja. Bleibt immer, wenn ich mich ein bisschen komisch anhöre die ganze Zeit, aber ich bin ein bisschen erkältet. Hört man auch ein bisschen an der Nase. Kann ich gerade nicht viel gegen tun. Komm schon. Warte, das war für die Musen. Und da ist das, ja. Artemis. Ah, genau. Kratos, die Götter fordern mehr von dir. Du weißt, die Chaosklingen gut einzusetzen, Kratos. Doch sie allein führen dich nicht zum Ziel. Ich biete dir die Klinge, mit der ich selbst einen Titanen erschlug. Nimm diese Gabe und erfülle deine Aufgabe. Nimm diese Waffe, Kratos. Zerstöre mit dieser Macht deine Feinde. Oh yeah. Sie haben die Artemis-Klinge halten. Ja, von Artemis, der Göttin der Jagd. Artemis-Klingen. Ein Aus- und Ausschalt mit L1 und R1. Gehe mit den Göttern, Kratos. Gehe im Namen des Olymps. Oh yeah.
dickes Schwert. Herausforderung des... Oh, Atlas. Der Titan Atlas. Der dazu verdammt wurde, den Himmel über den Himmel zu tragen. Guck mal, so zustechen. Da speichern. Ach, so. Okay, brauche ich denn das abzugraden? Na, hab ich ja fast zusammen. Boah. Also krass sind die schon. Ist das Schwert. Boah, voll am... Man zerschneidet die richtig, ey. Macht das einen Spaß. Boah, alter Vater, ey. Ich hab ganz vergessen, wie extrem das mit der Klingen ist. Boah. Mein Gott. Oh nein, Gorgonen. Oh nein, 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 nein. Oh Gott. Für euch habe ich was Schönes. Oh yeah. Schmeckt euch eure eigene Medizin. Oh yeah. Boah, Eisenkoffer. Lässig gerade. Ich hör Bogenschützen. Also die Artemis-Klinge ist geil, die habe ich gar nicht so krass in Erinnerung. Ah, die gibt es leider auch nur in dem God of War 1, leider. Wie es in Ghost of Sparta oder Chains of Olympus ist, weiß ich nicht. Die habe ich nie gespielt, die Teile. Schon. Die halten ein bisschen mehr aus. Also hat schon was mit der Waffe. Spielen. Aber kann er nicht blocken von den Seiten. Ja.
mache ich eigentlich gerade für einen Heckmeck? Der mich gerade ein bisschen dämlich an. Gottes Willen. Huch. Kam da gerade Gegner raus. Da brauche ich nicht. Oh, hat das Wasser rot gefärbt. Da. So. Die Ops verpassen. Oh Mann. Ich stell mich mal ein bisschen ungeschickt an. Ja, das geht doch. Oh, mach. Na guck mal, jetzt kann ich noch in zwei Wegen entlang. Aber ich würde sagen, ich gehe erstmal den hier. Nein! Oh nein! Okay, da wollte ich zu viel. Oh nein. Was muss ich denn jetzt alles neu machen? Ich habe ein ganz mieses Gefühl. Oh nein. Naja. Naja. Okay. Oh, falsche Taste gedrückt. Oh nein! Oh nein, Kratos. Oh nein. Oh nein, was machst du denn? Na gut, dann. Dann gehe ich erst hier entlang.
Ja, gut. Auch okay. Gott, er mache ich denn hier heute? Stell mich so ungeschickt an. Gottes Willen. Oh Gott! Oh. Na gut, ich sollte die Athetis-Klinge nicht so stark einsetzen. Ich kann halt nicht richtig mit blocken. Das ist, glaube ich, mein Fehler. Ja. Puh. Na, werde ich den Part halt ein bisschen länger machen. Dafür, dass ich jetzt ein paar Mal draufgegangen bin. Ein Bildnis ist in die Tür eingraviert. Zwei griechische Soldaten kämpfen um die Büchse der Pandora. Keiner von den beiden trägt einen Schild. Dann muss ich sehr wahrscheinlich denen ein Schild geben, beide. Ich habe eine Idee. Das war ein geiler Move. Da funktioniert doch richtig. Da musst du besser blocken. Lass den Zorn der Götter deine Klingen treiben, Kratos. Aua. Boah. Was das jetzt mal? Oh, perfekt. Boah. Ein bisschen Mana. Und ein bisschen Leben, damit ich mehr Leben habe.
Ah, guck mal, was da hinten ist. Schild. Nein. Auf dem Altar liegt ein goldener Schild mit einem eingeritzten Bild von Zeus. Möchten Sie ihn nehmen? Ja. Sie haben den Schild des Zeus erhalten. Mir gefällt das überhaupt nicht, dass das Podest jetzt runtergefahren ist. Das gefällt mir nicht. Das ist nie ein gutes Zeichen. Kommt diese riesige Steinkugel und verfolgt mich. Wir haben kein Gorgonenauge mehr gefunden. Stecken Sie den Schild in die Gravur? Nein. Schicken die Schilds in die Gravur? Ja. Tada! Eingeritzt. Zwei Geschichten sogar kämpfen um die Büchse der Pandora. Einer der Schilde fehlt. Auf ein neues, ne? Aber diesmal falle ich da oben nicht in dieses Loch. Ja. Wofür habe ich schließlich den Kopf der Medusa geupgradet? Her. So. Ja, so. Oh, Herr Gott und Sakramente, ey. So. Ach so, ich komme von der Seite von oben hin. Naja, diese ganzen Sachen erinnere ich mich fast gar nicht mehr. Schon so lange her. Obwohl das ja auch 6 Jahre her, wo ich das Spiel letztes Mal gespielt habe. Die Geschichte, die ganzen Fähigkeiten, die meisten Sachen weiß ich noch, aber diese ganz kleinen Einzelheiten. Hier ist das einzelne Level. Da oben ist nix. Hui. Oh, da kämpfen. Oh nein. Wie war das nochmal? Nee. Genau so. So und so, okay. Hau ab hier! Das ist mein Seil! Nein, 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 nein!
Oh Gott. Ja, genau. Direkt der nächste hinterher. Oh. Ja, genau. Was soll das denn? Nein. Kratos. Ey, was soll denn das hier? Nein. Nein. Weg hier. Ja, genau. Direkt der nächste wieder. Ach komm, willst du auch noch? Natürlich will der auch noch. Warum auch nicht? Ah, boah. Gute Beinarbeit hier, Kratos. Das sind die Gepanzerten. Komm schon. Ah, weg mit dir. Oh ja, natürlich. Ja, ey. Okay, der will dann bestimmt auch wieder dran. Ah. Okay, dann halt so. Oh. Leben brauche ich, danke. Oh, ich habe ein ganz mieses Gefühl. Ja. Ja, da habe ich auch keine andere Wahl. Aber das wird auf jeden Fall wehtun. Auf dem Altar liegt ein silberner Schild mit einem eingeritzten Bild von Hades. Möchten Sie ihn nehmen? Hades, der Gott der Unterwelt. Sie haben den Schild des Hades erhalten. I don't have time for this. Ja, sicher. Da haben die mich komplett abgeblockt. Ach. Ich hoffe, das schaffe ich, glaube ich, nicht. Oder? Nein! Ach, verdammt. Ich wusste nicht, dass da so viele auf einmal kommen. Ja. Komm, das machen wir auf jeden Fall hier noch in dem Part.
Boah. Jetzt schaffen wir Kratos. Schon. Oh, das war ja einfach. Natürlich. Ruckelt die ganze Zeit ein bisschen. Na gut. Boah, das war auf jeden Fall mal ein actiongeladener Part dieses Mal. Okay. Aber, ich würde mal sagen, was uns hinter dieser Tür mit dem Schild erwartet, das sehen wir erst im nächsten Part. Zu meinem Let's Play von God of War 1 aus der HD Collection der PlayStation 3. Tschüss!